Mit der Zahl 3 wird üblicherweise in der Autobranche das Segment der Kompakten gekennzeichnet. Für Volkswagen steht die Zahl für das erhoffte dritte große Erfolgskapitel der Firmengeschichte. Nach dem Käfer und dem Golf soll das erste reine Elektroauto der Wolfsburger richtig durchstarten, der ID.3. Drei verschiedene Akkus stehen dabei zur Auswahl mit 45, 58 oder 77 Kilowattstunden Nettokapazität. Die Leistung des E-Motors soll bei 150 oder 204 PS liegen, je nach Modell. Die Höchstgeschwindigkeit soll auf 160 km pro Stunde begrenzt werden. Endlich ist es soweit. Bislang durften wir den VW ID.3 nur als komplett getarnten Prototypen sehen. Und mit dem ist mein Kollege Andreas May auch schon eine Runde durch Wolfsburg gefahren. Heute zeigt uns VW das zurzeit vielleicht wichtigste Auto des Konzerns erstmals komplett ungetarnt. Mit dem ID.3 will VW erstmals ernsthaft bei den E-Autos mitmischen. Während der E-Golf noch so ein halbherziger Versuch war, steht dieses Auto tatsächlich auf einer eigenständigen Elektroplattform, genannt MEB. Wenn man einen Blick auf die MEB-Plattform wirft, dann ist das zentrale Element natürlich diese Batteriekiste, in der je nach bestellter Reichweite unterschiedlich viele Akkuzellen verbaut werden. Viel interessanter ist aber der E-Motor, der hier an der Hinterachse liegt. Ein Hinterachsantrieb, das gab es zuletzt beim VW Käfer. Das Ganze ist aber keinem Retro-Gedanken geschuldet, sondern man versucht damit einfach eine gleichmäßigere Gewichtsverteilung zu erreichen. Die Ähnlichkeit zu einem Golf ist dennoch nicht zu übersehen. Er ist mit 4,26 Meter zwar 1 cm kürzer als ein normaler Golf, aber mit 1,81 Meter ist er 2 cm breiter und mit einer Höhe von 1,55 Meter ist er sogar 7 cm höher als ein Golf. Das liegt vor allem an den Fahrzeugakkus, die hier unten unter dem Fahrzeugboden verbaut sind. Das Entscheidende ist aber der Radstand. Beim Golf sind es 2,63 Meter und hier sind es satte 14 cm mehr, was im Innenraum eher auf Passatmaße schließen lässt. Der Kofferraum des ID.3 fasst rund 390 Liter. Das sind gerade mal 10 Liter mehr als bei einem Golf 7, also eher nicht der Rede wert. Aber man darf eins nicht vergessen, unter diesem doppelten Kofferraumboden, da ist tatsächlich auch der Elektromotor des Fahrzeugs verbaut. Ganz anders sieht das vom Raumangebot hier im Fond aus. Ich bin 1,85 Meter groß und habe hier mehr als genug Platz. Ich kann sogar meine Beine übereinander schlagen, wenn ich es denn will. Durch den fehlenden Kardantunnel und den Elektromotor, der unter dem Kofferraumboden verbaut ist, habe ich hier im Innenraum massenhaft Platz, vor allen Dingen dank des verlängerten Radstandes. Um das Cockpit hier, da hat VW ja bis zum Schluss noch ein Riesengeheimnis gemacht. Heute dürfen wir es das erste Mal wirklich zeigen. Und bei mir ist jetzt Tim Fronzek. Was sind die entscheidenden Veränderungen im Bedienkonzept, die wir jetzt hier beim ID.3 sehen? Ja, also eine wesentliche Änderung gegenüber all unserer anderen Fahrzeuge ist, dass wir quasi keine haptischen Knöpfe mehr haben. Wir haben nur noch sensitive Flächen, so wie man es vom Smartphone gewohnt ist. Das sieht man auch hier am Lenkrad. Überall kann ich einfach diese Tasten durch Berührung bedienen, ja, so wie ich es in meinem täglichen Leben heute schon kenne. Auch hier finden wir eigentlich keine Tasten mehr. Einzig hier bei der Spiegelverstellung, da finden wir noch eine entsprechende Taste. Alles andere ist im Prinzip angepasst an das digitale Leben. Das ist eine wesentliche Änderung. Dann haben wir im Grunde ein reduziertes Cockpit hier vorne vor uns, eine Ansicht für den Fahrer, wo die zentralen Fahrinformationen angezeigt werden. Hier sehen wir Navigationsinformationen, Geschwindigkeit und eben auch die aktuelle Reichweite wird hier angezeigt. Ja. Direkt auf die Lenksäule montiert das Ganze. Hier sieht man ganz gut den modernen
ja, wie nennen wir es mal, Shifter, also eigentlich eine moderne Interpretation des Schalthebels, auch günstig im Griffbereich hier oben, ohne die Mittelkonsole großartig zu stören. Ich muss nichts tun, außer Fuß auf die Bremse, Fahrstufe einlegen, Rekuperationsstufe einlegen oder eben die Parkstufe einlegen. Also das klar fokussiert auf Informationen für den Fahrer. In der Mitte unser großes Display für die Komfort- und Infotainment-Funktionen. Radio, Fahrzeugeinstellung, Navigation, App Connect, das sind unsere Datendienste, die Online-Verbindung, die Online-Connectivity der Fahrzeuge. Das Fahrzeug ist immer online, also es wird unterschiedliche Stufen der Upgrade- und Update-Fähigkeit geben. Echtzeitverkehrsinformationen, Updates hinsichtlich, wo sind neue Ladepunkte, wird es künftig geben. Also alles, was ich als E-Fahrer eigentlich brauche, die wesentlichen Informationen. Inwieweit war das wichtig, dass dieses Cockpit, was sich ja jetzt tatsächlich grundlegend zum Beispiel von einem Golf unterscheidet, trotzdem für einen typischen VW-Kunden, dass da noch ein Wiedererkennungswert war? Ja, also die Art der Bedienung ist etwas anders durch diese kapazitiven Flächen. Die Verortung der Bedienelemente ist aber typisch Volkswagen. Also ich habe hier beispielsweise weiterhin meine Lichtinsel, so wie ich sie bei meinem heutigen Golf oder Tiguan auch habe. Ich habe hier meine Infotainment-Funktion, ich habe hier meine Fahrinformation. Alles in eine moderne, neue, frische Hülle gepackt mit modernen und interessanten Bedienkonzepten, so wie wir finden. Der Trend, den sieht man im Moment bei sehr vielen aktuellen Modellen, ist tatsächlich weniger Tasten noch zu installieren. Genau, weniger Tasten, wohlgemerkt, aber nicht zu verschachtelte Ebenen. Also das sehen wir hier ganz gut an dieser Leiste. Es sieht vielleicht auf den ersten Blick banal aus, aber zum Beispiel, was brauche ich oft? Eine Klimafunktion. Dann kann ich das hier wählen, die Klimaanlage direkt ansteuern. So wie ich hier auch über Slider laut und leise machen kann. Auch ein Learning aus der Vergangenheit. Wenn man zu viele Knöpfe oder gar Funktionen wegspart, die aber regelmäßig benutzt werden, wegspart im Sinne von die Erreichbarkeit ist schwierig, dann fällt einem das auf die Füße. Und das haben wir hier eben nicht gemacht. Wir haben eine Warnanlage da, wo man sie vermutet und wo man sie findet. Die muss ich nicht in einem Menü suchen. Ich kann auf die Klimaanlage direkt zugreifen. Ich kann direkt die Lautstärke regeln und die Temperatur hier oben einstellen. Also diese zentralen Komfortfunktionen sind immer gut erreichbar. Was auffällt, ist ja, dass das Kombi-Instrument jetzt tatsächlich auf der Lenksäule montiert wurde und deutlich dichter zum Fahrer rückt. Was ist da der Hintergrund? Mit dem ID3 können Sie optional auch ein sogenanntes Augmented Reality Head-Up-Display ordern. Das heißt also, hier finden Sie die notwendigen Fahrerinformationen. Mit dem optionalen Display finden Sie diese aber auch in 3 bzw. bis zu 9 Metern vor Ihrem Fahrzeug. Das heißt, eine virtuelle Ebene wird durch dieses Cockpit, durch diese Anzeige, durch dieses Display geschaffen und projiziert quasi die Abbiegepfeile direkt auf die Straße. Und das ist das Highlight. Das ist die notwendige Information, die jeder Fahrer benötigt. Optional das Augmented Reality Display, wohlgemerkt nur mit dem MEB realisierbar. Der VW ID.3 wird je nach Akkugröße 330 bis 550 Kilometer Reichweite haben und auch die E-Motorleistung soll variabel sein. Das Spannendste ist tatsächlich aber der Einstiegspreis, denn der soll bei unter 30.000 Euro liegen. Damit könnte dieses Modell nach dem Käfer und dem Golf das dritte große Kapitel in der Erfolgsgeschichte von Volkswagen werden. Ich bin gespannt. Die hier gezeigte Sonderedition First wird bei unter 40.000 Euro starten mit mittlerem Akku und 420 Kilometer Reichweite. Ein Jahr oder 2.000 Kilowattstunden Strom gibt es dazu umsonst. VW verspricht außerdem 8 Jahre bzw. 160.000 Kilometer Garantie auf die ID-Batterien. Die Auslieferung des ID.3 startet in Deutschland Mitte 2020.